Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir ein kleines Bastelvideo und zwar werden wir beim Trabant die Zündung einstellen. Ich habe im Teillastbereich Zündungsklingeln, was nicht sonderlich gut ist auf lange Dauer für den Motor, weil das quasi Fehlzündungen sind oder Frühzündungen. Und deswegen werden wir jetzt an dieser Stelle einfach mal die Zündung überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen. Dafür brauchen wir jetzt erstmal einen Kerzenschlüssel, um die Zündkerzen rauszudrehen. Dann können wir das Kerzenbild beurteilen und im Anschluss brauchen wir eine Uhr zum Zündungseinstellen. Die wird dann einfach in das Kerzengewinde reingedreht mit einem entsprechenden Taststift und dann können wir den Motor auf OT stellen und dann von OT wiederum 3 mm zurück. Also ich werde die Zündung auf 3 mm einstellen vor OT. Das hat sich ganz gut bewährt und das werden wir jetzt einfach mal zusammen machen. So, jetzt sind wir am Motorraum. Als erstes werde ich hier den Schnorchel vom Luftfilter entfernen, dass wir Platz haben. Dann können wir auch gleich den Luftfilter begutachten. Das sieht noch sehr gut aus. Packen wir beiseite. So, Kerzenstecker ab. Und dann drehen wir mal die Zündkerzen raus. Zylinder 1 ist immer getriebeseitig und Zylinder 2 am Lüfterrad. So. Gucken wir mal, Zündkerze 2. Die sieht auch sehr gut aus. Also weder zu fett noch zu mager. Wenn sie weiß ist, dann läuft der Motor sehr mager. Wenn sie schwarz ist, läuft er zu fett. Aber die ist hier vorne rehbraun. Die sieht eigentlich ziemlich gut aus, würde ich sagen. Also das passt soweit. Kerze 2. Zylinder 1. Ist sehr feucht. Also hier würde ich sagen, weil sie oben sehr weiß ist, also die gefällt mir nicht so richtig gut. Ist auf jeden Fall zu feucht. Na gut, überprüfen wir erstmal den Zündzeitpunkt. Dann gucken wir mal. So. Jetzt hier die Aufnahme, die kommt ins Kerzengewinde rein. Wir stellen immer Zylinder 1 ein und Zylinder 2 wird dann nur noch mal überprüft, ob auch ein 180 Grad Versatz ist. Die kommt da rein. Hier vorne kommt ein entsprechender Taststift dran. So, und dann wird das Ganze hier oben reingesteckt. Richtig tief rein. Und jetzt drehen wir den Motor in Laufrichtung Richtung oberer Totpunkt. So, hier haben wir jetzt unseren oberen Totpunkt. Scheiß Mathe hier. Jetzt mache ich mir die Markierung auf 0 und von dem Nullpunkt aus gehe ich jetzt wieder 3 Umdrehungen zurück, also 3 mm. 1, 2, 3. So, zum Überprüfen stecke ich jetzt eine Zündkerze in einen Kerzenstecker und lege diese auf Masse. Ich lege die jetzt hier oben auf die Zündspule, das sollte reichen. Dann müssen wir die Zündung mal einschalten. Und wenn wir jetzt hier noch ein kleines Stückchen zurückgehen und wieder nach vorne drehen, dann sollte es zünden.
Hört ihr das Knacken? Also wir sind jetzt vielleicht bei 3,1 mm vor OT. Das heißt, die Zündung ist soweit eigentlich korrekt eingestellt. Jetzt überprüfen wir nochmal Zylinder 2. Gegebenenfalls könnte ich jetzt nochmal weiter vorgehen auf 2,5 vor OT. Wäre vielleicht ratsam, mal überprüfen. Wenn das auch nichts bringt, müssen wir mal die Vergaser-Einstellung überprüfen. Dass der eventuell im Teillastbereich zu sehr abmahert. Gucken wir mal, was der Zylinder 2 sagt. Na komm, hier rein, ja. Rein. Die legen wir weg. Kerze 2 auf Masse. Gut, jetzt müssen wir schon 180 Grad zurückdrehen. Jetzt haben wir OT. Jetzt wieder 1, 2, 3 zurück. Und ein bisschen mehr und dann nach vorne. Ja, jetzt sind wir auch an dem Punkt. 3,1. Also 180 Grad Versatz ist. Zündung steht auf 3,1 vor OT. Dann würde ich jetzt an der Stelle die Zündung einfach mal auf 2,5 mm vor OT stellen und mal eine Probefahrt machen und dann können wir das Ganze mal bewerten bzw. beobachten, ob dann immer noch Zündungsrasseln ist. Falls ja, müssen wir uns dann den Vergaser mal anschauen. So, jetzt baue ich das wieder da rein und wir sehen uns dann unten am Zündgehäuse wieder. Gut, jetzt sind wir am Zündjägergehäuse oder Unterbrechergehäuse. Aber es sind ja keine Unterbrecher mehr drin, das ist Elektronikzündung. So, müssen wir die Spanne mal zur Seite biegen. Dann nehmen wir den Deckel runter. So, und jetzt sehen wir hier unsere Elektronikzündung. Wir haben jetzt hier eins, zwei Schrauben. Die löse ich jetzt mal an. Eins. Na komm her. Oh, die ist auch fest, immer. Der Junge ist auf. Oh, jetzt zwei. So, okay. Die Uhr stelle ich jetzt auf 2,5 mm vom oberen Totpunkt. Also wieder auf 0 drehen und dann 2,5 Umdrehungen zurück. So, OT. 1, 2,5 zurück. Jetzt müssen wir die Zündung einschalten. Und dann drehen wir hier an der Georgplatte so lange, bis die Zündkerze funkt. Ein bisschen lockerer machen. Nicht zu lose machen, weil das muss Massekontakt haben. Beziehungsweise, wenn es zu locker ist, dann verfälscht der auch oder minimal den Zündwinkel. Das muss relativ straff sicher drinnen drehen lassen. Jetzt suchen wir langsam den Punkt, wo die Kerze zündet. Na, ich auch nicht. Jetzt. Zack. Gut. Jetzt lassen wir den Punkt mal. Jetzt drehe ich am Lüfterrad. Weiter zurück, bis auf 3 mm ungefähr und dann wieder vor auf 2,5. Passt nicht. Wir sind jetzt bei 2,7.
2,7. Das heißt, wir müssen noch ein kleines Stückchen vor. Jetzt mal ein Stück noch. So. Jetzt. Mal ein bisschen arretieren. Weil das macht manchmal schon was aus, wenn ihr das anzieht. Auf jeden Fall danach noch einmal den Zündzeitpunkt kontrollieren, weil dadurch verstellt sich das Ganze schon minimalst. Denkfehler, andere Richtung müssen wir. In die andere Richtung müssen wir. So, machen wir es mal. Jetzt sind wir bei 2,6 Millimeter. 2,6, so könnten wir es eigentlich schon fast lassen. Oh, ich will es perfekt haben. Immer noch nicht. Jetzt nochmal. So, oder müh zu viel. Jetzt sind wir bei 2,4. Ich weiß noch nicht, warum ich gedreht habe. So. So lassen wir es. Mal überprüfen, nachdem ich es richtig festgezogen habe. So. Ziehe ich nochmal auf OT. 1, 2, 3 zurück. Eine halbe Hürde nach vorne. Bap, 2,5 passt perfekt. So, lass es jetzt mal stehen. So, Zündung gleich wieder ausmachen. Zündung nicht länger als nötig anlassen, dass euch die Transistoren nicht durchbrennen. Okay, festgezogen ist. Jetzt machen wir den Deckel wieder drauf hier. Spannung wieder hochbiegen. So. Und das war's. Ist kein Hexenwerk. Zumindest bei der Elektronikzündung nicht. Bei Unterbrechern sieht es schon wieder anders aus. Kann ich euch jetzt aber nicht demonstrieren, habe ich nicht da. So, also wenn wir jetzt hier Zylinder 1, die Zündkerze liegt auf Masse. Ja. Hier ist die Zünduhr, die stellen wir jetzt mal wieder auf OT. Jetzt sind wir bei OT. Jetzt gehe ich mal 3 Umdrehungen zurück. 1, 2, 3. So, jetzt sind wir bei 3 mm, langsam nach vorne. Zack, 2,5. 2, 3. 2,5. Also Zündung haben wir jetzt auf 2,5 mm vor OT vor dem oberen Totpunkt eingestellt. Wenn ihr hin und her geht und ihr hört es hier zweimal knacken, das ist einmal die Zündspule 1 und das zweite Knacken beim Zurückdrehen ist dann die Entladung auf Zündspule 2, also hier nicht irritieren lassen. Das heißt, wenn ihr zurückdreht, zündet jetzt hier in dem Falle ob man es sehen kann, ich hoffe es, der Zylinder 2. Das heißt, ihr müsst wirklich, wenn ihr einstellt, in Laufrichtung arbeiten. Wenn ihr nämlich rückwärts einstellt, zündet der andere Zylinder. Also immer in Laufrichtung Zündung einstellen. Gut, jetzt mache ich das Kerzengewinde noch sauber
Dann drehe ich die Zündkerzen wieder rein und dann gucken wir mal, ob das Klingeln und Rasseln weg ist. Andernfalls werden wir uns dann nochmal einen Verjaser angucken müssen. So, bevor wir jetzt aber die Zündkerzen reindrehen, werden wir nochmal den Elektrodenabstand überprüfen. Da habe ich hier so eine Fühlerlehre, 0,6 mm. Und dann gucken wir mal. Die geht schön sauber rein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann. Aber die geht schön sauber rein. Kratzt nicht. Man könnte es eventuell ein kleines bisschen enger machen, aber das würde ich an der Stelle so lassen. Das ist so minimal. So, dann haben wir noch die andere. Ja, die geht ab, die kratzt ein kleines bisschen. Ne, das war Schmutz. So. Nee, die geht auch schön sauber rein. So gut wie kein Spiel. Das lasse ich so, das stelle ich nicht nach. Nee, das ist so in Ordnung. Machen wir mal die zweite noch dazu. Was ist das eigentlich hier? Da steht nichts drauf. Gucken, ob beide zusammen reingehen. Beide zusammen hier nicht rein. Hier auch nicht. Nur die 06er. Nö, das lassen wir so da. Werden wir nicht dran verändern. Übrigens nehme ich die NGK-Zündkerzen. B7HS. Also die DDR-Zündkerzen, die fahre ich nicht mehr. Mit denen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Die sind jetzt ja auch schon, ich weiß ja nicht, lange drin. Bestimmt 4 Jahre, 5 Jahre. Und die laufen einwandfrei. Hatte ich bis jetzt noch keine Aussätze, überhaupt gar nichts. Also die sind gut hier. Ja, alles klar. Jetzt baue ich den Rest wieder zusammen. Und dann können wir mal eine Probefahrt machen. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Gut, jetzt habt ihr mal gesehen, wie man die Elektronikzündung einstellt. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Und ich hoffe, ich habe auch alles erwähnt, was soweit wichtig ist. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.